Herzlich willkommen zu Ulig stillen Örtchen, Örteln, zum Örtchen, zum stillen Örtchen, endlich mal in Ruhe reden. Michaela 68 Haas, du bist die Erste, die drin ist und darüber freue ich mich sehr. Retro-Tasse, das ist ja ein geiler Name, Retro-Tasse. Du passt ja zum Ferdinand, obwohl natürlich, der hat ja eine andere Tasse. Ich habe mir heute meine Haare so gemacht und wenn ich sie so mache, sage ich euch, dann sieht man, dass ich knallrote Ohren habe, weil ich total nervös bin, dass die Janine Kunze heute kommt. Ja, die kommt heute und ihr wundert euch wahrscheinlich, wo ich bin. Ich wundere mich selber ein bisschen. Ich bin gerade in Köln und habe Leseproben gehabt für ein Projekt. Das darf ich euch noch nicht verraten, aber bald kann ich ja schon Lippenstift anziehen. Geht schon los. Ich danke an dieser Stelle meinem Sponsor und Gretel. Guck mal, jetzt habe ich total viel Lippenstift an den Zähnen. Frauen mit roten Lippenstift, die es nicht hinkriegen, ne? Ist auch ein bisschen peinlich. Also ich bin in Köln in meinem geliebten Hotel Savoy und dann bin ich zur Chefin gegangen und habe gesagt, ich habe heute stilles Örtchen und ich muss auf eine wirklich schicke Toilette, weil in meinem Zimmer schlafen meine Kinder und da passt jetzt meine tolle Kinderfrau auf und ich muss ja irgendwo hin, weil... sehr schwierig, weil da gibt es eben nur ein Klo. Und dann hat sie mich hier aufs stille Örtchen gelassen. Und guck mal, wie schick das ist hier hinten. Es ist so samtig alles. Es ist ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, so Fake-Fell. So. Aber ich finde es ganz schön. Die Akustik ist natürlich mega hier drin, weil das sozusagen wie ausgestattet ist. Es ist ein bisschen eng. Ich bin so ein bisschen gehandicapt. Habe aber Klopapier ist da. Und den Lippenstift von den Zähnen zu wischen. Wie geht's euch denn? Habt ihr eine tolle Woche gehabt? Hä? Ist ja nicht mehr lang, noch einen Tag und dann ist auch Wochenende. Das ist doch super. Ich habe mir heute, das Gute ist ja, hier gibt es eine Hotelbar. Und dann habe ich mir heute, schaut mal. Ich mache es mal so, dann habe ich die ganze Zeit Lippenstift an den Zähnen. Ich habe den, man muss den ja eigentlich einmal, muss man den ja so abtupfen. Jetzt wollte ich euch gerade mein Getränk, es ist wirklich eng hier. Jetzt wollte ich euch gerade mein Getränk zeigen, was ich gerade zu mir nehme. Geht's euch denn gut? Habt ihr eine schöne Woche gehabt? Schreibt doch mal. Super geht's. Ja, das sieht toll hier aus, oder? Ich finde auch. Ich finde, so ein Wanderörtchen kann man ja auch mal machen. Also ich habe mir, hier gibt es eine Hotelbar, schaut mal, wie schick das aussieht. Ich habe mir einen kleinen Hugo kredenzt. Wir haben allerdings zu wenig von diesem leckeren Holundersirup reingetan. Dann schmeckt man den Alkohol so doll. Das mag ich eigentlich gar nicht. Ah, jetzt ist gut. Wenn man es umrührt, ist ganz gut. Ja, also das war eine anstrengende Woche. Ich habe am Dienstag ganz toll den Koch-Podcast aufgenommen. Ich weiß nicht, ob den einer von euch schon mal gehört hat. Man kann ja auch mal Werbung in eigener Sache machen. Vor allem hat die Janine ja auch einen Podcast und da können wir drüber reden. Ich habe ja Groß und Fett den Podcast. Da könnt ihr in Echtzeit mitkochen. Das könnt ihr ja mal ausprobieren. Unter www.großundfett.de zusammengeschrieben. Da gibt es alle Rezepte. Da könnt ihr die Rezepte runterladen und dann könnt ihr in Echtzeit in einer halben Stunde mit der Maria Groß, eine fantastische Köchin, und mir kochen. Und ihr könnt das auf Audio Now abonnieren. Dann kriegt ihr einfach mit, wann der kommt. Und natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen. Aber jetzt schauen wir doch mal, ob die Janine schon da ist. Da bin ich doch mal gespannt. Ob die reinkommt. Auf die freue ich mich ja sehr. Eine große Schauspielerin, eine tolle Moderatorin, eine tolle Frau. Du hast es geschafft. Ey, Alter, das hat echt geklappt. Dreh durch. Lachst du selber, ne? Ja. Wir sind ja aber schick bei dir. Bist du auf dem Klo? Nee. Hör mal, ganz ehrlich, ich sitze hier gerade und habe zu meiner Freundin gesagt, ich sitze gar nicht auf dem Klo. Muss ich auf dem Klo? Nee? Nee, du kannst sagen, wo du willst. Nur neulich war dann der Herr Anders da. Und der hat so ein ganz schickes Klo. Das sieht aus wie mein Wohnzimmer. Also so sieht noch nicht mal mein Wohnzimmer aus. Ich habe auch ein Mega-Klo. Wirklich? Ich habe super Klos. Ich habe mehrere Klos. Hast Wenn du mich nochmal so einsetzt, gehe ich auch auf dem Klo. Hast du da auch so schöne Deko auf dem Klo? Also wenn ich auf der Schüssel sitze, sitze ich einfach erst auf der Schüssel. Ich weiß nicht, was heißt denn da tolle Deko auf dem Klo. Ja. Aber ja, ich habe auch Deko auf dem Klo. Aber auch also Bilder. Du hast aber auch immer passend zu der Toilette habe ich Toilettenpapier. Hast du das auch, Madame? Wie passend zu der Toilette? Guck mal. Jetzt haust du aber einen raus. Jetzt weißt, geht's man, aber los, hör mal. Guck mal hier, warte mal, kann man die jetzt sehen? Warte, da ist sie. Hello! Ah, guck mal, kriege ich hier schön
Was? Oh, also Schatz, jetzt hast du aber, jetzt hast du so ein bisschen das, diesen Arm von dem Ding drin. Guck mal. Ja, ich sehe es. Mein Gott. Aber du siehst Elena. hervorragend aus, Blauauge. Hä? Ernsthaft? Ich Dein fand es so lustig, dein Blauauge. Film. Ja, fandst du Der war gut? super. Ich fand es großartig. Aber guck dir mal deine blauen Augen an. Das ist ja der Wahnsinn. Ist das so? Ich Ja, habe es eben noch ist zu so. meiner Freundin gesagt, meinst du, ich bin genug geschminkt? Du siehst Total. super aus mit den Ja, roten Lippen. das ist aber, ich sag dir was, so ein Wanderklo, diese rote Wand, die tut natürlich einiges für dich. Der Guido würde jetzt sagen, die tut einiges für dich. Also, Aber das da ist. habe ich gedacht, ich habe dafür Blumen an der Wand. Ja, sehr hübsch. Was ist denn das da hinten? Das ist eine Blumenvase tatsächlich. Und daneben ist dein Mann und du? Das hier, Ja. ja, hier hängen so ganz viele, vor allen Dingen, also das ist eines der modernen Bilder, ganz viele alte Bilder. Das ist so ein bisschen die Familiengalerie, wo ich hier sitze. Du bist ja im Ausland. Ja. Das muss man sagen, weit weg, sozusagen, ganz Weit weg von allem. weit, weit weg. Du hast dich einfach so rausgebeamt. Du, wir waren gerade beim Podcast, weil ich habe ja einen Podcast und du hast ja auch einen Podcast. Und Ja? darüber würde ich gerne mal kurz sprechen. Wie kommt es denn Oh dazu? nein. Wie kam das dazu? Du, ich bin angefragt worden, oder vielmehr wir sind angefragt worden. Ich mache den ja mit der Lilly zusammen. Der heißt Kunst des Kosmos. Der ist vor, jetzt muss ich echt überlegen, ich glaube, 3 Wochen gestartet. Die dritte oder vierte Folge läuft jetzt. Und das geht echt ab. Die Leute sind, Gott sei Dank, an dieser Stelle mal ein herzliches Dankeschön an euch. Vielleicht sind ja ein, zwei dabei, die beide auch gehört haben. Kunst Sind im total Kosmos. begeistert. Wer Lilly nicht kennt, Lilly ist deine älteste Tochter, oder? Genau, meine älteste Tochter, die hat bei Held auch schon mitgespielt. Da spielt sie auch meine Tochter. Und die spielt beim Lehrer, die macht so ein paar Dinge und ja, hat sich irgendwann dazu entschieden und macht das auch ganz gut. Und dann haben wir gesessen, haben gesagt, auch so ein Podcast wäre ganz cool. Ehrlich gesagt war ich sehr langsam. Die Anfrage kam vor über einem Jahr und ich habe das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Und jetzt machen wir ihn und wir sind total happy. Wir haben ja, gestern auch noch mal neue Themen überlegt und es macht wirklich Freude und vor allem, dass der so gut ankommt und dass die Lilly so gut ankommt. Die macht das ganz, ganz großartig. Ein tolles Mädchen, Aber das was, macht über Spaß. was redet ihr denn da? Wir reden eigentlich über das ganze Chaos bei uns zu Hause und so Themen, die eigentlich, das ist mein Hund hier neben mir, nicht, dass ihr denkt, ich habe schwer Asthma. Du musst auch mal ruhig sein, wenn du hier die ganze Zeit rumnölst. Dann Zeig denken die mal. Leute. Komm mal Zeig her, mal. warte, ich zeige dir mal. Komm mal her, du Flitzbaby. Komm mal her, guck mal da. Guck Ein mal. Wuschel. Das ist mein Männchen. Guck mal da. Wie Hallo. heißt der nochmal? Wie süß, der heißt Krümel. Krümel, guck mal da. Guck mal da rein, sag mal hallo. Krümel. Sag mal hallo. Krümel, guck mal da. Wie alt ist denn Krümel? Der wird jetzt 5. Oh, das ist ja noch jung. Sein besten Mannesalter, möchte ich sagen. Ne? Doch, das ist ja wie, das ist wie Pflegejahre sind vorbei. Hier, Podcast, guck mal, da schreibt jemand bei Spotify, Kunst des Kosmos, kann man den nur bei Spotify hören. Es ist jetzt echt peinlich. Ich habe dir auch schon ein paar Mal gesagt, wie geil deine Videos sind. Ich habe ja von gar nichts eine Ahnung. Nee, eigentlich auf allen gängigen ja, Und ihr Sprachen nehmt das sozusagen. einmal die Woche, ihr macht einen einmal die Woche. Genau, wir machen also immer sonntags um 0 Uhr nachts, klar, startet der neue. Und jetzt gerade läuft, ich habe dich zum Fressen gern, da geht es um Fleischkonsum. Genau, ich habe gerade aufgehört mittendrin. Also wir reden wirklich über Themen, die uns alle so beschäftigen, auch zu Hause gerade, ne? Und über die sozialen Medien, sind die gut oder sind die nicht gut? Über Schminken, über Männer, über Geld, macht Geld sexy, macht Geld glücklich, über Fleischkonsum, Abitur, Reisen, unsere Branche, also wirklich alles Mögliche. Aber ich spreche die Themen natürlich mit Lilly immer ab. Die muss sich natürlich da auch wohlfühlen und Aber ihr macht ein, also ihr macht sozusagen pro Podcast ein Thema. Ihr sprecht nicht in einem Podcast Potpourri-mäßig, sondern ihr sagt Fleischkonsum. Und wie lange geht der immer? So eine halbe Stunde oder länger? ja, wir haben so gesagt, so 30, max 40 Minuten. Ich glaube, das reicht. Dann kannst du das super im Weg zur Schule auch hören oder mal zwischendurch, wenn man kocht. Also ich glaube, das ist eine gute Zeit, die man sich gut anhören kann, weil irgendwann wird es vielleicht auch kauderwelsig. Und klar, ne, wir sind Frauen, Elena, wie erzähle ich das? Natürlich kommst du dann auch mal von Hölzchen auf Stöckchen. Aber im Großen und Ganzen gibt es ein Thema und das wird eigentlich so abgearbeitet. Das geht nie gut. Ein Thema geht nie gut, hör mal.
Hören wir auf. Ich muss gerade so lachen, weil ich daran denke, wie wir gerade, ihr Lieben da draußen, wenn ihr uns gerade gesehen oder gehört hättet, Elena, ne? Wie wir noch hier rumtelefoniert haben. Meine Freundin hat mich auch verrückt gemacht. Du wolltest du musst jetzt live auf Insta, sonst kann sie dich nicht reinholen. Ich sage, nein, nein, ich muss dich reinholen. Ich bin so blöd damit und du machst das so super. Nee, aber ich sag dir was, heute, ne, habe ich Leseprobe gehabt. Und wir haben wir haben heute Morgen telefoniert. Ja, ich weiß, aber dann, ja, richtig, jetzt habe ich das Gefühl, das ist schon gestern gewesen. Hör mal, ich sage. Da haben wir auch telefoniert, stimmt. Ja. Da warst du auch noch nicht ganz, ganz klar heute früh um 8, möchte ich sagen. Da hast du dir erklärt, wie du Reels machst. Ne? Und so geil. Dann habe ich das Telefon heute, weil ich hatte so Aufnahmen noch bei der Leseprobe und habe das auf Flugmodus gemacht. Also nicht auf lautlos, sondern auf Flugmodus. Und heute, gerade heute, kommt der Leute-Heute-Bericht über das stille Örtchen. Und ich habe das nicht mitgekriegt, ihr Lieben. Und ich konnte das nicht posten und sagen, guckt euch das an. Also wenn ihr noch Lust habt in der Mediathek, weil es war ganz süß, die haben über das stille Örtchen einen Bericht gemacht. Ach, wie cool. Da bin ich ganz stolz. Das ist ja cool. Ja, mega. Weißt du? Super. Findest du? Ja, bitte lob mich doch ein bisschen. Guck mal, ich gehe schon wieder ohne Ohren. Du machst das wirklich in den Nacken. Guck mal, wie mein Ohren. Du hast wirklich, du hast ja ganz rote Ohren. Was ist los, Schatz? Weil ich nervös bin, Hase. Warum? Weil du da bist. Wegen mir? Ja. Wir kennen uns so viele Jahre. Wieso bist du wegen mir nervös? Ja. Ich weiß, warum. Kann ich den Leuten noch sagen? Nee, wir können offen drüber reden. Du hast Angst gehabt, dass ich zu dumm bin. Ich kann aber euch nicht einsetzen. Du bist abgereist aus Köln. Ja? Ohne Stativ, sage es offen. Ohne Stativ, ja? Völlig lost, ja? Und immer, wenn ich dich anfrage, man muss es auch offen sagen, bist du eigentlich zu einem Abendessen eingeladen. Ja, aber ich war ja gerade auch essen. Und vielleicht für euch da draußen. Ich saß gerade im Restaurant und da hat die Elena, ich wusste ja, um 22.15 Uhr geht's los. Und dann rufst du mich an um 10 vor und sagst, Kunze, mach, dass du nach Hause kommst. Ich sag, Elena, wir haben doch noch Zeit. Ja, weil wir abgemacht hatten, ich rufe dich um 9 an, da kam ich aber nicht dazu. Und dann habe ich so einen Schiss gekriegt. Hast du gedacht, die Kunze, die dumme Nuss, das wird nichts heute Abend. Habe ich gedacht. Das hättest du nie verziehen, oder? Jetzt habe ich dich ja schon einmal versetzen müssen. Ich weiß, aber nur einmal. Dumm ist, da reinzukommen. Aber ich muss mit dir über viele Sachen sprechen. Ne? Einmal den Held, ne? Mit dem knackigen Herrn Schumann, mit dem ich ja studiert habe, der übrigens auch kommen wird auf stille Örtchen, nur für die Damenwelt da draußen. Ne? Hast du ein bisschen eingetütet, gib es zu. Ja, ich habe den angerufen, habe gesagt, pass mal auf, Alter, hier, setz dich da mal mit der Elena auf stille Örtchen. Ja. Aber sei froh, wenn er nicht wirklich mit dir auf dem Klo sitzt. Nein. Ich habe ihm gesagt, nein, nein, du musst nicht mit der Elena zusammen auf der Toilette hocken. Das möchten die alle nicht. Nein, das möchten wir nicht. Und dann, das machst du ja, also du machst ja auf der einen Seite Schauspiel. Ich bewundere dich, ich sage es jetzt mal. Du machst ja Schauspiel, du machst Moderation, du machst einen Podcast und du bist ja eine Werbeikone für Poco. Kannst du das nochmal sagen? Was bin ich? Lass mich nochmal sagen. Lass mich nochmal. Werbeikone, ja, für Poco und zwar für Möbel. Wie kommt das denn? Ach, das macht mich sehr glücklich. Du, die haben mich vor mittlerweile einigen Jahren angefragt und dann haben die mich auch tatsächlich genommen. Wir haben uns füreinander entschieden und jetzt machen wir das echt schon. Also wir gehen jetzt ins fünfte Jahr. Und wir haben so viel Spaß, wir drehen so lustige Werbespots. Wir haben vor 4 Wochen eine neue Kampagne gedreht, die wird sensationell, die kommt jetzt Weihnachten raus. Und nächste Woche drehe ich schon noch eine neue Kampagne. Nee. Ja, das ist echt so lustig. Eigentlich müsstest du mal mitmachen, oder? Ja, ich finde Werbung sowieso, wenn die gut gemacht ist, ja, wenn man dazu stehen kann. Ich finde ja immer, man muss dazu stehen können, was man macht, ja. Dann finde ich das total. Ich hätte ja auch gerne diese Werbung mit dem Nachbarn, der immer saubere Gläser hat, nur ich nicht. Oder? Das muss man nachstellen, da gibt es auch Gläser. Ja, das kann ich nachstellen. Ne? Das kann ich nachstellen. Da bin ich ganz groß. Ja? Aber oder dass man so fliegt mit so einem Sessel durchs Bild vielleicht. Habe ich alles gemacht. Ich bin aus dem Plakat gekommen schon. Ich bin Fallschirm gesprungen. Elena, du guckst Fallschirm? Ich gucke zu wenig Fernsehen im Moment.
Und jetzt darf ich gar nicht sagen, was ich jetzt mache, aber das, also die letzten Spots, das sind echt so mit meiner Highlight-Spots. Aber ich glaube, das sage ich nach jedem Dreh. Die sind immer so lustig. Das sind super Teams, macht so Spaß. Ey, du musst wirklich mal kommen. Machst du mal mit mir mit? Ja, manchmal mit dir mit, das springt, aber falsch schon springe ich nicht. Das war auch in der Box und ich habe hier schön, weißt du, kennst uns Schauspieler doch, wir lügen, betrügen doch nur. Also, du bist gar nicht gesprungen. Also, nee, gesprungen nicht, aber ich muss dir sagen, es war so anstrengend, dass ich zeitweise wirklich gedacht habe, ich wäre doch besser selber gesprungen. Ich lag wirklich auf so einem kleinen Barhocker, ja? Ja. Und musste immer so machen, war auch an so Bändern fixiert. So, kannst du dir jetzt vorstellen? Stundenlang und dann habe ich immer geschrien. Irgendwas musste ich rufen. Und ich habe irgendwann habe ich es einfach nur noch getan. Also eigentlich warst du Catwoman. Ungefähr so. Aber das kann man ja sowieso sagen. Ich habe ja vor ganz vielen Jahren einen Kino-Horrorfilm gedreht. Swimmingpool hieß der. Und man muss ja manchmal die Bücher besser lesen, bevor man die zusagt. So. Und auf jeden Fall bin ich in dem Film, ist jetzt wurscht, ob ich den spoilere, der hat eh Sonn- und Feiertagsverbot und ist ab 18. Ernsthaft? Ich schwimme. Ja, so schlimm war der. Ja, ganz schlimm. Das ist so ein Teenie-Splatter-Horror-Movie. Damals, wie so Scream und sowas im Kino war, da haben wir den gedreht. Und auf jeden Fall werde ich sozusagen von dem Killer, man denkt, ich bin tot, bin ich aber nicht, ich schwimme durch so eine Umwälzanlage und komme dann draußen in so einem, also ich komme draußen hoch und es ist praktisch wie so ein Kanalschacht mit, und dann haben wir das gedreht in Prag, ich sage es wie heute, am 2. November in der Nacht. Und ich meine, ihr Lieben, ihr kennt das nicht, aber wenn es heißt, beim Horrorfilm, da regnet es ja immer, ja, und wenn es regnet beim Film, und wenn du Regen darstellen musst, dann reden wir von so Regenmaschinen, wo der Regen auch so Hydranten rausspritzt, damit die Kamera das sieht. Das und ist nein, so das ist auch nicht warm. Nein, das heizen die nicht anders, Wasserleute. Nein, das ist eiskalt. Man hatte mir in diesen Schacht eine Plastikmatte gelegt. Ich im Badeanzug, ja, und soll so im November. Im November, 2. November, ich hab's vergessen. Draußen nachts um 12, ja. Und dann krabbel ich hoch und mache mit den Fingern, da musst du natürlich das Blut sehen, was natürlich durch das Wasser wegkommt. Also ich mit den Fingern durchs Gitter. Mache das Gitter hoch. Es gab natürlich kein Geld für Aluminium, waren ja Eisengitter, war schwer. Ich diese scheiß Treppe da hoch und muss dann, oben komme ich an und dann kommt der Killer hoch und sticht mir der Machete zu. Ja? Das ist ekelhaft. Dann falle ich rückwärts in diese nasse Matte mit dem Badeanzug, während der Killer, wie die das immer machen, die gehen ja, gucken ja dann so ganz langsam, ob man tot ist, gucken so und dann ging der weg. Und wenn die gesagt haben, Kamera, pass auf, Wassermarsch, Ton ab. Wenn die nur Wassermarsch gesagt haben, ich habe so in dieser Gummimatte. Es war so schlimm. Aber vor allen Dingen auch, ich habe in Prag auch schon gedreht und da ist es sogar im Sommer oft kalt. Also es ist echt nicht... Entschuldigung, guck mal. Dürfte ich jetzt das grüne Curry anrichten oder ist das jetzt nicht genehm? Nee, das wäre super. Jetzt ist das grüne Curry jetzt genau. Jetzt bitte kochen. Dann fange ich mal an. Ja, Entschuldigung. Ich komme jetzt aber sehr unsympathisch rüber. Die Haushaltshilfe nervt auch. Das macht die extra. Hör mal, Schatz. Weißt du, was wir jetzt machen? Nein. Jetzt lese ich dir... Du hast jetzt, ich habe 7 aus 77. Okay. Das ist heißt, das Lotto? Ist das ja. Nicht Lotto? Das ist Lotto. Hier, also bei mir kannst du auch eine Million gewinnen. Das muss das ich sagen. Ist, ja. Das hast du vorher gar nicht gesagt. Das sage ich jetzt. Bei mir kannst du richtig was gewinnen. Und du suchst dir jetzt 7 Fragen aus. Die Nummer, okay. Musst du mir sagen. Sag mal eine. Also ich nenne Zahlen jetzt, ne? Naja, was denn sonst? Ja, hallo. Hier, ich bin blauer, ich bin blond. Zahlen. Okay, ich starte mit der 7. Welchen Traum möchtest du dir erfüllen? Elena. Ja, ich glaube, ich habe mir meine größten Träume habe ich mir schon erfüllt. Das ist jetzt eine langweilige Antwort, aber es ist wirklich gleich. Mein größter Traum war, Familie zu haben und einen Schneider. Familie zu. Oder war es nur eine Fliege? Ich weiß es nicht. Alles, was auch in diese Spiele kriegt, so wie ich glaube, es war nur eine Fliege. Also, meinen größten Traum habe ich mir echt erfüllt. Ich wollte Mama sein
Und den habe ich mir wirklich erfüllt. Und mein größter Traum wäre es, dass noch lange alles so bleibt, wie es gerade ist. Ja, dass meine Haushaltshilfe auch noch ein bisschen bleibt. Das ist natürlich nicht Spaß. Das ist meine Freundin. Nee. Jetzt tut die so, als würde die kochen. Mach die normal so. Auf. Die soll jetzt mal, die ist jetzt mal, die ist ja wieder Karl, hör mal. Sag mal, wollen wir beide, bevor wir jetzt uns versammeln, müssen wir als erstes, ihr Lieben, es ist wieder der Moment für das Foto. Und ja, da geil. Seid ihr gefragt, ihr macht die Fotos, pass auf, du hast ja zu Haare, dann lege ich meine hin. Machst du oben oder unten? Ich bin, du lustig, ich bin da oben, wie soll ich denn unten machen? Ja, geltendlich, kann man da nicht irgendwie, nee. Naja, egal. Es wäre so geil gewesen. Es wäre so geil gewesen, aber es ist immer, es ist immer mit so. Mit deinem Erdbeermund? Warte, wie mache ich das denn jetzt? Kopf runter, Janine, Kopf runter, Stück zurück, wieder hin. Jetzt bist überstrahlt. Jetzt bist du überstrahlt. So, pass auf. Das ist nicht schlecht. Sehr schön. Wir passen sehr gut, meine Liebe. Ja. Oh. Warte. Warte, jetzt sind wir schief. Du musst gerade sein. Ich bin gerade, oder? Du bist nicht gerade. Du musst ein bisschen höher. So? Warte, ein Stück zurück. Bisschen näher noch ein Stück. So. Dann kriegst du aber einen extremen Unterkiefer. Lachen? Ist das Lachen? Warte, ich bin schief. Auch schön, ich bin schief. Jetzt sehen wir gerade aus wie eine Jugendfreundin von mir. Wirklich? Geil. Super. Aber es könnte ein Gesicht sein, oder? Es könnte ein Gesicht sein. Das ist nämlich, mit manchen zieht man sich wirklich ineinander. Ich werde ja irgendwann eine Ausstellung machen, sage ich dir, von den ganzen Bildern. Da bin ich aber eingeladen, oder? Natürlich, eine Vernissage. Kannst du vorne machen, wenn du möchtest. Wir machen eine Vernissage. Jetzt sag mir mal, 7 hatten wir. Jetzt kommt die nächste Frage. Dann machen wir jetzt die 11. Oh Gott. Komödie oder Drama? Sehr gerne Drama. Aber dafür fragt mich keiner. Und ich würde so gerne Drama machen. Ich bin Warum? Eine richtige Drama-Queen. Weil ich so lange und so viel schon Komödie gemacht habe und ich liebe das auch, wirklich von ganzem Herzen. Das ist ein großes Geschenk, das machen zu dürfen. Aber ich persönlich, ich gucke so gerne Drama. Also das sind wirklich, echt? ich gucke so ganz schwere Filme auch gerne. Und ich würde so wahnsinnig gern einfach mal so ein richtig heftiges Drama spielen, wo man wirklich nachher total geflasht ist von dem Film und so denkt, oh Gott, und wie ist das in meinem Leben? Jetzt ohne Witz, ich weiß, das kommt komisch. Aber hast du nicht, geht es dir nicht schlecht, wenn du ein Drama schaust? Doch, aber das tut ja manchmal ganz gut. Jetzt wird es strange, aber kennst du das nicht? Also manchmal guck ich sowas total gerne und ich bin zum Beispiel auch total verrückt. Es gibt ja Menschen, wenn die traurig sind, machen die sich lustige Musik an, ne? Damit die Stimmung besser wird. Wenn ich traurig bin, dann fange ich an zu putzen und höre total traurige Musik. Und dann versinke ich so ein bisschen in meinem Schmerz. Kennst du das? Ja, schrecklich. Da tun wir uns selber leid. Nein, aber das ist super, weil ich bin ja der Meinung, dass das bereinigt. Ich finde ja, das muss raus. Und dann heule ich mir mal für ein paar Minuten, eine halbe Stunde, heule ich mir wirklich die Augen aus dem Kopf. Und dann finde ich das total befreiend. Ich finde, wenn man das immer schluckt, das ist nicht gut. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Gar aber nicht. Du kannst gerne mal mit dem Putzen. Ne? Also ich kann mal bei dir anfangen. Ja. Ja. Elena, ohne Witz, das haben meine Freundinnen schon gesagt. Wenn mich in der Branche keiner mehr sehen will, weißt du, was ich ja mache? Dann mache ich echt eine Putzagentur auf. Ich finde Putzen super. Und es gibt so viele Menschen, die wirklich eine gute Putzfrau suchen. Und da kannst du richtig Geld mitverdienen. Und ich, also die Leute glauben jetzt vielleicht, ich spinne, das ist kein Spaß. Also zu Hause bei mir putze ich gerne. Und immer, Steffi, ich habe auch schon bei euch aufgeräumt, ne? Bei meinen Freundinnen habe ich auch schon mal Hand angelegt. Du komm doch bitte nach München. Nein, aber ich finde das, man muss es ja sagen, das finde ich ja wirklich, ich finde ja Putzen auch ist halt wirklich was Ehrenwertes. Wenn man das kann, das können nämlich die wenigsten. Es ist ja nicht einfach nur ein Putzlappen schwingen. Ne? Du musst ja einen Blick dafür haben. Du musst einen Blick haben,
Wie kann Wenn ich sagen, Fenster putze, Elena, dann sind ja. die sauber. Da ist kein Streifen mehr. Wirklich? Wenn ich bügle wieder. Du kannst bügeln? Oh, das liebe ich. Das mache ich aber auch vom Fernsehen. Aber stundenlang. Ja, nachts um drei. Die beschwert sich hier gerade, wenn ich nachts um drei noch eine Waschmaschine anmache. Ja, wenn du so lange hier rumsitzt mit dem Wein, irgendeiner muss ja die Wäsche machen. Ja, muss ich halt nachts um drei meine Waschmaschine anmachen. Ich mache das wirklich gern. Ich finde, kennst du das nicht auch? Oder ihr da draußen? Wenn man aufräumt und dann ist nachher alles sauber und alles so ordentlich, dann fühle ich mich doch innen so ordentlich. Ja, ist das jetzt irgendwie eine neue... Ist das schon... Nee, das ist bei mir auch so. Ich fühle mich dann... verarscht. Janine, aber sag mal, bist eingestellt. Ich habe schon Jobs. Welche ja. Jobs? Hier ist wirklich was... Ja, das ist das Tolle. Das ist einer gerade, ich will mich putzen auch zum Heulen. Aber wichtig ist ja, dass man es kann. Die wenigsten können es ja. Ich kann es. Ich mache es gerne. Und ich habe das echt von meiner Oma und von meiner Mama gelernt. Und auch so richtig mit alten Hausmannstricks und so. Das macht mir wirklich Spaß. Ich mache es gerne. Würdest du einen Trick verraten? Einen Trick will ich. Also zum Beispiel entkalken, ne? Dann gehe ich gar nicht in den Supermarkt und hole da jetzt irgendwie einen teuren Entkalker. Das Beste zum Entkalken ist einfach Essig-Essenz. Das machst du, das kochst du zweimal auf, ne? Oder kippst das zweimal mit Wasser gemischt in eine Kaffeemaschine. Das zieht ja alles raus und das blitzt und blinkt und ist auch noch biologisch, ne? Machst du nichts falsch. Die schnöde Essig-Essenz, du meinst diese ganz normale... einfach Essig-Essenz für 1 Euro im Supermarkt. Und die benutze ich überall, ne? Auch wenn ich Fenster putze oder so. Ganz viele machen da so tonnenweise Schmierseife rein und wundern sich dann, dass die Fenster nicht sauber werden. Leute, vergesst es. Bisschen Zitrone oder Essig-Essenz. Super. Aber das können wir, ihr Lieben, ich liebe ja, wenn ihr Kommentare schreibt und schreibt mir doch bitte nachher, weil das ist doch super. Schreibt doch bitte, ob ihr Haushaltstricks habt. Weil das ja, guck mal, da hat eine geschrieben, Essig-Essenz nehme ich auch immer. Ne? Wie machst du das, Seranfeld, fragt eine. Mein Seranfeld, ganz ehrlich, das mache ich auch ganz einfach und zwar mit einem Schwamm und mit Spülmittel. Erstmal einmal richtig sauber machen, dann mit einem Lappen 2-3 Mal auswaschen und dann gehe ich da wirklich einfach mit Glasreiniger drüber. Und der blitzt und blank, mein Gott. Mit Glasreiniger? Mit Glasreiniger. Wir sind völlig vom Thema abgekommen. Das preiswert es sein, Leute. Müsst ihr gar nichts Teures holen. Und das klappt super. Wirklich. Also, du bist damit eingeladen. Wir könnten dann irgendwann mal Putzvideos machen. Ey, das fände ich super. Oder? Wir können doch putzen. Aber angezogen, oder? Aber angezogen. Natürlich. Angezogen. Was denkst du denn? Putzt du nackt? Nee, aber ich dachte gerade, weil du hast da so ein bisschen was Geiles gerade drin gehabt. Nein, Entschuldigung, nein, überhaupt nicht. Ich habe nur gedacht, Putzvideos machen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur gedacht, ich sitze da und würde sagen, also wenn wir die zu zweit machen, dann habe ich gedacht, ich leite dich an. Du leitest mich an. Ich sag aber einfach, das reicht mir schon, wenn du irgendwie, du machst ein bisschen Musik und dann bringst du mir ab und zu bringst mir einen Kaffee, ne, oder ein Wässerchen und dann quasseln wir dabei und dann freue ich mich, wenn ich sehe, dass nachher alles schön ist. Ich meine es ernst, ein bisschen irre, ne? Ja, aber du, jedem Tierchen sein Pläsierchen, sage ich nur, ne? Aber das macht Spaß. Ja, Frau Kutze. Nächste Frage. Da bieten sich sogar schon Leute an zum Mitputzen. Ey, herzlich willkommen, ihr seid dabei. Meine Kinder fragen mich nie, ob die helfen können. Das ist auch komisch irgendwie. Wir machen Putzvideos. Es ist was Neues geboren. Machen Putzvideos. Ja, natürlich. Das machen wir. Ich komme. Ich wäre auch heute gerne zu dir ins Savoy gekommen. Wir sprachen schon darüber. Da hätten wir jetzt mit dem Putzen anfangen können. Ich bin halt leider nicht da, Schatz. Nächstes ja, Mal. Es ist dramatisch, aber wir sind ja jung und jetzt wieder zusammengekommen. Und ich meine, dieses Band. Warte mal bitte, es klingelt. Wo? Warte mal. Hier, warte mal, ich bin noch in einem fremden Zimmer. Warte mal. Oh Gott, bleib mal Service. Apropos Service, so richtig auf Zack bist du da hinten auch nicht. Ihr Lieben, jetzt darf ich euch ja weiter entertainen. Jetzt ist die echt weg, ne? Da geht die, das kann doch gar nicht. Janine, es klingelt hier, warte mal. Wer ist das? Irgendein Herr Karl, genau. Chrissy schreibt Herr Karl. Frau Kunze, hast du ein Rezept für Quarktaschen? Was soll das heißen? Die sind ganz von alleine so geworden. Komm, der Mann ist schlecht jetzt. Grinse.
Okay, 4 Uhr. Warte mal, ist meine Nacht zu Ende. Oh, dann schlaf gut. Wer soll das sein? Meinst du mich? Frage ich mich auch manchmal, wer ich bin. Hallo. Nein, das glaube ich doch wohl bitte nicht. Ja, wie geht's? So, pass auf. Cheers. Cheers. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir, Herr Karl? Herr Karl ist gerade vom Drehen gekommen, hat unten die Frau Ulich hinunterbestellt in diese Rezeption. Die hat dann herumgeläutet. Jetzt ist sie weg. Das ist meine Chance, mit ihr zu reden. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Wär doch schön gewesen, ich wäre in Köln gewesen. Mensch, Herr Karl. So wo bist du denn jetzt? Ich bin in Holland. Ah. Hm. Quasi meine zweite Heimat. Wann immer es geht, bin ich ein paar Tage raus. Jetzt ist sie schon wieder da. Aber das kann doch nicht wahr sein. Die kann uns doch nicht erst Hoffnung machen und jetzt das. Herr Karl, ich komme aber bald zum Putzen. Ich komme bald zum Putzen. Okay. Ich freue mich. Wie geil. Ciao, ciao, ciao. Pass auf dich auf. Wie geil. Elena. Wie geil, der Herr Karl. Prost. Das ist echt frech, das finde ich auch. Da kommt der kurz reingeschossen, jetzt geht der schon wieder. Entschuldige, Janine, da ist keiner. Ja. Da ist keiner. Nein, da hat dich einer verarscht, Elena. Ich bin jetzt runter an die Rezeption, ja. Entschuldige bitte. Ja, weil die gesagt haben, ich muss runterkommen. Da hat dich einer verarscht. Ja. Naja, da sind bestimmt ganz viele Kollegen auch im Savoy, die machen das ja gerne mal. Muss nur gucken, dass da keiner im Bett liegt bei dir gleich. Mein Bett? Quatsch, ja, du bist ganz ahnungslos. Aber das ist doch spooky, oder? Weil die haben mir vorhin extra das Zimmer hier gegeben und haben gesagt, hier ist keiner. Also ein Das ist schon komisch, wenn die dir einfach ein Zimmer da geben. Das ja, und das ist echt so ein bisschen unheimlich. Ich bin gerade, hat es geklingelt, dann bin ich raus. Dann habe ich gedacht, hä, wo ist denn hier jemand? Dann bin ich nichts, Fahrstuhl offen, dann bin ich runter. Habe gesagt, Entschuldigung, was ist denn los? Ja, ach, wir wollten nur fragen, ob alles in Ordnung ist. Ich sage, sind Sie bekloppt? Ich habe jetzt Sendung. Also, du, war jetzt bei dir alles leer. Ich habe jetzt versucht, hier so ein bisschen die Stellung zu halten, ne? Und die Leute so ein bisschen zu entertainen. Ich kann dir natürlich nicht das Wasser reichen. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Hast du über das Putzen geredet? Es war sehr. Da hatte einer gefragt, ob einer von uns eine Perücke auf hat. Was? Ich weiß auch nicht. Da hat gerade einer gefragt, ob einer von uns eine Perücke auf hat. Das ist so ein Quatsch. So, noch eine Frage. Aber hier steht auch immer drunter, die Leute glauben... Schatzi, du lenkst vom Thema ab. Noch eine Frage Nein. brauchen wir. Okay, mach weiter. Die Fragen. Du musst doch eine Frage nennen. Ich muss eine Frage? Ja, natürlich. Ja. Ich war bei der Elf. Jetzt sagt die von hinten beim Gemüse Schnimmel eine Nummer. Dann sag du doch mal eine Nummer. 66. Nee, die hatten wir schon. Okay, nein, die hatten wir schon. Mach mal weiter vorne eine. Irgendwas um 20. 6. Jetzt kommt die mit der 6. Mach die 6. Nein, die 6, warte mal. Die 6 ist auch blöd. Du hast keine Hände im Kopf halt. Doch, die finde ich gut. Pass auf. Okay. Das sind ja meine Fragen vor allen Dingen und ich entscheide, welche gut ist. Aber wenn es möglich wäre zu erfahren, wie das restliche Leben verläuft, würdest du das wissen wollen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Nein, auf gar keinen Fall, ihr Lieben. Es sei denn, man würde mir sagen, es wird alles super und du wirst auch keinen qualvollen Tod sterben, du fällst einfach nur tot um. Übrigens habe ich gestern habe ich mich mit meiner Freundin unterhalten, dann haben wir über eine sehr bekannte, tolle Schriftstellerin gesprochen und die hat irgendwann gesagt, sie möchte gerne besoffen im Schnee sterben. Und dann haben wir so ein bisschen darüber nachgedacht, aber das ist eigentlich ganz geil. Ja, man hat ganz viele Leichen gefunden, glückliche Leichen im Schnee. Die waren alle total beseelt, weil die ja rotzeblau vorher waren und sind dann im Schnee erfroren. Das ist eigentlich ein geiler Tod. Und da habe ich gedacht, ich glaube, so will ich es auch irgendwann. Entschuldige, wir waren gerade nicht beim Tod. Wir waren dabei, wie das restliche Leben. Du willst gleich Aber es war ja ein schöner Tod. Ja, irgendwann sterben wir alle, ich meine. Aber ich kriege da ganz, also ich möchte Fuku, Schala, wow. War nicht Elke Heinreich, ihr Süß. Hast du Angst? Du redest nicht gerne über den Tod. Nein, aber du, wir können darüber reden, weil es dauert bei uns noch ganz lange. Komm weiter, wir reden über das Leben. Nächste Frage. Ja, wir nehmen die 29, so alt wie ich bin. Welche Persönlichkeit wärst du gern mal für einen Tag? Oh, da gibt es zwei.
Die sind aber beide schon tot und eigentlich auch sehr dramatisch. Ich wäre gerne einen Tag entweder Romy Schneider oder Marilyn Monroe, meine absoluten Ikonen. Beide aber hochdepressiv, ganz schlimm. Ich habe eben mit meiner Freundin noch beim Essen gesprochen, da sagte die auch, warum hast du immer so einen Hang zu so morbiden, und zu so depressiven Frauen? Weil eigentlich bist du das ja gar nicht, aber vielleicht ist es das. Ich weiß auch nicht, ich beschäftige mich seit Jahren mit denen, ich lese alle Biografien hoch und runter. Und ich glaube, ich wäre einen Tag mal, ja, würde ich gerne in deren Haut stecken, obwohl das wahrscheinlich sehr, sehr anstrengend war. Aber vielleicht kommst du dann viel demütiger zurück in das eigene Leben, weißt du? Ja, das ist möglich. Ich glaube ja, dass die ganz großen Stars, ja, alle unglücklich sind. Ah, total. Und natürlich guck auch... Guck uns an! Okay, es war ein Spaß. Das war ein Spaß. Und scheint die Sonne aus dem Arsch, dann spricht er aber jetzt nicht für unsere Karriere. Wir sind voll die Nullen, Elena, sagst du gerade. Das ist doch scheiße. Also ich bin so ein bisschen eine Mischung. Hättest du das gewusst, hättest du mich gar nicht angefragt. Doch, ich hätte dich immer angefragt. Ich bin die Skorpion, Fräulein. Mich anderen gefragt, ob ich Skorpion bin. Was bist du denn? Fisch, Aszendent, aber Löwe. Du bist Fisch? Nee, nicht Fisch. Fisch. Drei meiner Kinder sind Fische. Die besten. Aber deshalb verstehen wir uns auch so gut. Fisch ist mega. Nächste Frage, mein Schatz. Ja? Du musst eine Nummer nehmen. Ich bin ja wieder dran. Ach Mann, also das mit der Haarfarbe, das lässt mich nicht los. Wir waren jetzt bei der 33. Bist du ein Morgen- oder ein Abendmensch? Beides, würde ich sagen. Ne? Beides nicht. Also im Grunde ist die Frage, bist du Lerche oder Eule? Und ich bin definitiv, bin ich Eule. Was nicht heißt, dass ich Morgenmuffel bin. Also wir müssen ja auch beruflich bedingt sehr oft sehr früh raus. Oder wenn wir hätten ausschlafen können. Wir haben ja nun mal einige Kinder in die Welt gesetzt. Wir beiden Hühner. Und müssen wir dann in die Schule fahren, wenn uns das die Männer nicht abnehmen. Also ich bin morgens, ich habe gerade im Moment, ich bin echt irre müde, weil ich viel arbeiten darf. Und es fällt mir sehr schwer aufzustehen. Aber nach ein paar Minuten bin ich dann noch da und mit dem ersten Kaffee in der Hand geht's auch. Also ich renne jetzt nicht 2 Stunden rum und keiner darf mich ansprechen. Das habe ich nicht. Und bei mir ist es so, ich bin eigentlich den ganzen Tag müde und schlepp mich so durch den Tag. Und so gegen 11 werde ich richtig wach. Darum war das auch super jetzt mit der. Was guckst du? Da schreibt gerade jemand, er kann das nicht, entschuldige, ich musste dich gerade lesen, er kann das nicht bejahen, Fische sind so, naja. Also da möchte ich jetzt mal wirklich eine Lanze für den Fisch sprechen. Da hat der Mann vielleicht die falschen Fische kennengelernt. Ja, das würde ich auch sagen. Fisch schmeckt nicht nur gut, Fisch ist bekömmlich. Ja? Das ist gemein. Ich war letzte Woche mit meinem Sohn um Weiher und jetzt schreien wieder alle Vegetarier auf. Es war ein Spaß, ich sag's direkt, aber dann sagt der Mama, das ist eine schöne Ente. Und ich sage, ja, die schmecken so gut mit süß-saurer Soße. Da war der völlig schockiert. Es war ein Witz, Leute. Aber ungefähr so war das doch gerade auch. Es war ein Spaß. Ich esse keine Ente mit süß-saurer Soße. Nur ganz selten. Nur selten. Das ist auch schön, das Echo von hinten, die finde ich... Ich hoffe, du räumst die Küche auch nachher wieder aus. Nächste Frage. Hase, nächste Frage. Jetzt gerade an, hat der eine Klatsch? Der weiß ja, dass ich habe es gerade gesehen. Das Bild hat gehangen. Ich denke, was ist jetzt los? Da ruft der jetzt hier an. Der weiß doch, dass ich hier bin. Der hat kein Insta. Weißt du, der kann uns jetzt nicht gucken. Findet der ganz blöd. Ach Gott. Also nächste Frage. Ich nehme die 49. Wer sind denn deine Vorbilder? Meine Vorbilder, also wenn ich ganz ehrlich bin und die Frage durfte ich letzte Woche auch in einem Interview wieder beantworten, dann habe ich wie immer dasselbe geantwortet, nämlich eigentlich meine Mutter. Weil sie einfach mit so viel Liebe und Geduld und Großmütigkeit uns erzogen hat und einfach, ich würde sagen, fast alles richtig gemacht hat. Also definitiv meine Mutter. Du bist also nicht in Therapie wegen deiner Mutter? Ich bin in Therapie, aber nicht wegen meiner Mutter. Spaß, ich bin nicht in Therapie. Nein. Therapie ist immer gut, mein Schatz. Weißt du? Hast du schon Therapie gemacht? Da schreibt
Die Usch Köln, ich habe Instagram auch nur wegen dem stillen Örtchen. Ist das entzückend? Das finde ich ganz toll. Weil es ist großartig, Schatz. Wir sprachen schon im März darüber und ich habe dir gesagt, Elena, du geile Hummel, das wird mega. Und hast du gesagt? Das stimmt. Ich glaube jetzt auch, dass ich mein Klo, entschuldige, ich möchte das die ganze Zeit anfassen hier. Ich glaube, dass ich das so tapezieren muss. Das sieht richtig gut aus. Da könnte ich gut auch mal bei Topo fragen, ob die solche Dinger haben. Sag mal, soll ich dir mal mein Gästeklo hier zeigen? Das geht nicht, oder? Kann ich das machen? Nein, du kannst jetzt nicht durch die Wohnung laufen. Das macht man nicht. Weil ich habe ein cooles Gästeklo. Nee, dann nicht. Aber weißt du was? Du kannst doch mal mit mir hier hinkommen und dann machst du mal ein stilles Örtchen auf meinem Gästeklo. Das finde ich toll, dass ich eingeladen werde auf dein stilles Örtchen und dann lade ich mir noch jemanden ein. Hase, und dann bringst du dir auch die Drinks. Wir werden die letzten zwei Fragen aufsparen, weil es ist 22.56 Uhr. Wir haben total überzogen. Die nächste Sendung Schatz, es sind über 1000 Leute drin. Ja, du kannst sie doch jetzt nicht in die Nacht entlassen. Hasenbär, es ist jetzt so. Ich will aber jetzt nicht aufhören. Wir gehen jetzt heier. Das ist super. Okay. Nee, weißt du, was ich jetzt noch mache, Schatz? Was denn? Ist eigentlich gut, dass du mich bremst. Meine Tochter hat morgen Geburtstag und wird 13. Darum bin ich auch jetzt hier und habe mich diese Woche 2 Tage blocken lassen. Ich werde mit meiner Freundin jetzt noch ganz viel kochen, die Torte fertig machen, dekorieren, Geschenke einpacken, damit morgen hier alles fertig ist. Wir feiern morgen, ich weiß, es ist Corona, mit dem engsten Familien- und Freundeskreis den Geburtstag meiner Mittleren. Und die ist ganz aufgeregt. Darum werde ich jetzt die ganze Nacht... Sie wird 13. Sie ist jetzt Teenager. Die ist jetzt und die freut sich. Man darf ja nicht so feiern wie sonst, eben wegen Corona. Wir halten uns da auch dran. Aber so ein bisschen was davon muss auch sein. Du, und das machen wir halt. Die kriegt morgen eine schöne Überraschungsparty hier. Darum bin ich hier. Wie toll. Da, echt, das finde ich. Guck mal, das ist jetzt, macht man ja auch so, ne? Ich kann das nicht. Sieht man das? Bei mir sieht das immer komisch aus, oder? Guck mal, so mein Mann auch hat eine geschrieben. Die macht auch eine Überraschung. Love you. Love you. Dankeschön. Du kommst wieder, versprichst du mir das? 100%ig, wenn du mich noch haben willst, immer gerne. Und denk dran, dann müssen wir die Finger drauf machen. Nein, das machen wir und wir müssen... Ganz ehrlich. Ja. Guck mal, die eine Tochter wird morgen 25 von der einen. Ah, wie cool. Auch cool, ne? Ach, Mensch. Danke euch auch. Ganz schönen Geburtstag. Danke. Ich küsse dich. Ciao. Passt alle auf euch auf, bleibt gesund. Und hört den Podcast euch mal an. Telefonieren. Ja, bitte, hört mal rein, gebt uns Feedback. Ja, tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Ach, wie nett, oder? Die Janine, da kann die putzen. Ich bin ja ganz erstaunt, weil ich kann das ja so schlecht. Ich kann das wirklich so schlecht. Ich würde das gern viel besser können, aber bestimmte Sachen kann man halt nicht so gut. Aber das kann man ja lernen. Ich werde sie jetzt zu mir einladen. Ferdinand. Honig! Wo bist du denn? Ich, hör mal, Ferdinand, ich bin in einer Suite im Hotel Savoy, da hat man mich untergebracht, ruft mich an die Rezeption runter, ich weiß nicht warum, ja, und jetzt gehe ich gleich zu meinen Kindern. Ich habe den Herrn Karl kurz gesehen, ich drehe ja, wie du vielleicht gar nicht wissen tust. Wie, du hast den Karl gesehen? Ja, der war ja kurz da. Wo? Wo war der? Bei dir. Bei mir? Wie bei mir? Ich höre nichts. Elena? Hallo? Hä, was redest du denn da? Ich hatte gerade einen Live-Talk mit der Janine Kunze. Ja. Ist alles klar mit dir, Ferdinand? Mit mir ist alles klar. Auf meinem Geburtstag verboten. Ja, das Problem ist nur, Ferdinand, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Ich soll übrigens netter zu dir sein. Ich wäre zu frech zu dir. Ich bin jetzt mal ein bisschen nett. Du Ferdinand, bist überhaupt nicht frech zu mir. Also an alle, die da draußen, die jetzt das Gefühl haben, dass die Uli zu mir frech ist, finde ich überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, jeder, der mir schreibt, es ist so unfair, dass die Uli da rausschmeißt, nein, finde ich überhaupt nicht. Ich dränge mich regelrecht auf. Und die Uli hat ein gutes Recht, mich rauszuschmeißen. So, so. Parken verboten ist verkehrt herum geschrieben. Weil alles, und das wollte ich dir schon die längste Zeit sagen, bei deinen 7 von 77 Fragen, das musst du spiegelverkehrt ausdrucken, damit man es dann richtig lesen kann. Ja, aber wie soll ich das denn dann lesen?
Du musst ja die 7 von 77 Fragen ja nicht mehr lesen. Entschuldigung, ich sitze hier mal. Ich bin da ein bisschen irritiert, weil die Leute schreiben alle, da schreiben gerade Leute, hallo Ferdi, bist du verrückt? So ein Schweinkram auf dem Klo? Das ist doch eine Toilette. Die Leute schreiben gerade, ich bin echt ein bisschen irritiert, ich weiß nicht, ob ihr alle ein bisschen, dass der Herr Karl da war. Der Herr Karl kann nicht da gewesen sein, weil der Herr Karl dreht. Entschuldigung, wenn ich das sagen darf. Herr Karl dreht. Ferdinand, es ist spät, es ist 23 Uhr, mein Hase. Auch dir sage ich gut. Wieso sage ich denn mein Hase zu dir eigentlich? Ja. So, gute Nacht. Jetzt aber. Ihr Lieben, ich wollte mich noch gebührend verabschieden. Mein Hase, sage ich zu dem, so ein Quatsch. Also, am Sonntag kommt die Paula Lambert zu mir, am Donnerstag kommt der Max Giermann zu mir und da freue ich mich total drauf, weil mit dem Max Giermann habe ich studiert und ich kenne den noch ganz anders, als ihr den alle kennt. Und die Paula Lambert, da freue ich mich auch sehr drauf und ich bin mal gespannt, über was wir reden. Da gibt es ja sehr vielfältige Themen. Und ich hoffe, euch geht es ganz, ganz gut. Und ich hoffe, ihr kommt vorbei am Sonntag, wenn es wieder heißt, Uli, stilles Örtchen, endlich mal in Ruhe reden. Und... Ah! Was machst du denn hier? Entschuldigt, ich muss hier mal was klären. Ich, auf Wiedersehen. Und schreibt mir doch bitte mit dem Putzen.